Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Feng unterwegs und wir haben wieder unser allseits beliebtes und bekanntes Event-Setup mit dabei. In diesem Sinne würde ich sagen, wir legen einfach direkt los, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Ah, ich vertrag richtig viel, denkt man sich dann so. Okay, Leute, Feng, let's go. Schon wieder tödlicher Verfolger. Achso, warte mal, wir können noch mal gucken. Oh, doch, es war einer der Mates. Aber wir wissen halt leider nicht, wer. Schade, der Killer hat gegönnt. Irgendeiner der beiden Mitspieler nicht. Die Kate bestimmt. Lässt sie wieder den Stream offen, wa? Erstmal Killer zu mir bringen hier. Ist wieder Wesker, oder? Damn, son. Die Kate heißt ja auch Kevin. Merkel! Danke! Ein Barbecue. Oh, Placing, okay. So, jetzt freuen die anderen sich, weil ich jetzt deren Gen dicht mache. Dann wissen die zumindest auch, dass es dabei ist. So, hochheilen und dann nächsten Gen suchen, wa? Mal ein bisschen die Bonus-Blutpunkte snibbeln. Oh, das ging schnell. Die Killer gehen ja so mit Plaything Pentimento so auf den Keks. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, die Kombination, muss ich sagen. Aber die beiden gehen halt auch wirklich gut Hand in Hand, die Perks. Mal schauen, ob er auch Penti dabei hat. Sentimento, ja. Ist schon mit 30% ziemlich nice, ne? Du hast das Gefühl nur. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal überhaupt Sentimento hatte. Und dann die Kombination. So, ich gehe mal helfen. Ah, der ist jetzt bei Jesse, WTF. War der ja näher als ich dachte. Na gut, aber mal schauen. Eben. Ach, meine Keime. Eben war ja zumindest noch nichts zu sehen. Dahingehend. Bonus-Blutpunkte nochmal snacken hier für die Koop-Aktion. Danke. So, wart ihr noch irgendwo dran? Ja, doch, müssten die. Weil ich den vorhin zugemacht habe, den Gen von denen. Naja, der. Okay, sehr geil. Dann haben wir den vierten jetzt auch gleich fertig. Oha. Gen Rush. So, Jesse wird wieder da über einen roten Teppich getragen. Man kennt's. Da snippelt sich jemand. Ein Deo. Der muss doch irgendwas Aura-Lesemäßiges noch haben, oder? Na gut, vielleicht auch als Addon. Gibt es irgendwie ein Addon, wenn sich jemand. Ne, wenn man sich heilt, hat man eigentlich nur diesen Killer-Spürsinn getriggert.
Aber er nimmt Lethal Pursuer mit und hat kein Aura-Reading. Kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Wenn jemand das Spielzeug sieht, mach mal weg. Okay. Und mit jemand meinst du ja wohl mich. Er will den Felix jetzt aber haben. Da rennt er, der Bengel. War aber auch noch nicht am Haken. Alles easy. Vielleicht für einen schnellen Rundenstart. Das kann sein. Hatte er... Nee. Korrupte hatte er nicht dabei, ne? Aber ich finde die Value immer ein bisschen zu niedrig, als es nur für den Rundenstart zu nehmen, irgendwie. Keine Ahnung. Ah, da haben wir es, Penti, Leute. Let's go. Besser spät als nie. Mach doch den Gen einfach. Dann haben wir das auch nochmal heute abhaken können. Aber habe ich echt selten. Also. Eine Fähigkeit, die ich oft in meinen Runden habe, irgendwie. Der Terror-Radius ist ungewöhnlich groß. Ja, Wesker hat ja eh einen langen, ne? Einen großen, meine ich natürlich. Er geht jetzt nicht hinter mir her. Obwohl, der andere hing ja auch noch nicht. Stimmt. Ich habe erst überlegt, ob er vielleicht No Way Out noch hat. Aber das wird ja bei beiden Leuten Sinn ergeben, die zu jagen. Ich schaff's leider nicht, bevor er an den Haken kommt. Oh, wenn er jetzt hier an den Haken kommt, ist eh... Uff. Oh Gott, bin ich dünn genug, Leute? Naja. Let's go. Jesse ist in der Jagd. Jesse ist auch eine gute Mag. Ne, Jesse ist in irgendeinem Gen. Later. War schön, dich kennenzulernen, Wesker. Dich mal aus der Nähe zu sehen. Oh. Achso, der war... Okay. Das war der, der gerade vom Haken kam. Ich dachte gerade Nötschelle, aber dann wäre ja noch dieser Sound gekommen. Ist überhaupt noch Platz für Nöt jetzt? Plaything, Penti. Irgendwas wussten wir da noch am Anfang. Lethal. Wir machen mal erstmal auf entspannt hier auf. Oh, Jesse macht den anderen. Sehr nice. Zwei Leute sind dead on hook, deswegen würde ich sagen, mache ich auch einfach direkt ganz auf. Und dann schauen wir mal, dass wir helfen gehen. Ich habe keine Ahnung, wo der andere Ausgang ist. Na, links schon mal nicht. Theoretisch müsste der andere wahrscheinlich näher sein als meiner. Kate ist da. Nice. Stark. Lauf doch. Okay. Oh Gott, hier teilt sich alles auf wieder. Level Jesse. Jesse im Ausgang? Nee. Ach, da ist Jesse auf einmal. Okay, wild. Na gut, das ist ärgerlich. Ha. Stimmt, die Gens ging ja zu. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Das heißt, wir hatten alles eh. Ärgerlich. War ein bisschen blöd. Die sind halt nicht hinter dir hergelaufen. Sind halt irgendwie... Jeder ist so in eine eigene Richtung gerannt. Das stelle ich mal nicht so an. Hier. Hast du davon. Ja,
Und Penti wird nochmal aufgebaut, oder was? Dann raus mit uns. Hat's gesehen, dass er... Ah, okay. GG. Und zwei Kategorien voll nimmt man gerne mit. Der gute alte Wesker, Leute. Was eine Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls dem so ist, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und ja, wenn ihr mögt, Leute, dann sehen wir uns bereits im nächsten Video wieder. Bis dahin macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.